Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Eine Frage, die mich kürzlich erreicht hat, ist die: Wie genau ist die Anzeige des Kalorienverbrauchs auf einem Ergometer? Egal ob Crosstrainer oder Fahrradergometer, die Geräte zeigen ja quasi immer an, wie viel Energie du verbrauchst, wenn du darauf trainiert hast. Und die Frage ist, wie genau ist das? Nun, das ist sehr ungenau, weil das Gerät weiß ja gar nicht, wer sitzt denn überhaupt darauf. Der Kalorienverbrauch, das, was du an Energie umsetzt, während du trainierst, ist ja von verschiedenen Faktoren abhängig. Wenn du beispielsweise Fahrrad fährst, dann ist die Menge der verbrauchten Kalorien davon abhängig, wie viel Muskelmasse hast du, welches Geschlecht bist du, welches Alter bist du, wie ist dein Körpergewicht, was hast du vor dem Training gegessen, wie ist vielleicht auch die Tageszeit, weil je nachdem, wenn es, oder die Temperatur besser gesagt, wenn es wärmer ist, dann muss der Körper unter Belastung stärker kühlen und das verbraucht auch mehr Energie. Und all diese Informationen hat ja das Gerät gar nicht. Es kennt dein Alter nicht, es kennt dein Geschlecht nicht, es weiß nicht, wie viel Muskelmasse du hast. Das Einzige, was das Gerät ja quasi in Anführungsstrichen merkt, ist, wie viel Leistung bringst du, das heißt, wie viel Watt erzeugst du und wie lange machst du das. Was viel genauer ist als so eine Standardanzeige auf dem Ergometer, ist letzten Endes die gemessenen Kalorien, der Kalorienverbrauch über einen Pulsgurt. Denn wenn du einen Pulsgurt benutzt und vorausgesetzt, du hast ein persönliches Konto, mit dem dieser Pulsgurt verknüpft ist, bei uns ist das Polarsystem, dann sind ja viel mehr Informationen hinterlegt. Dann ist also hinterlegt, welches Geschlecht, welches Alter, welches Gewicht, welche Körpergröße, welche Arbeit wird dort verrichtet und bei welchem Herzschlag findet das Ganze statt. Das heißt, viel, viel, viel mehr Daten sind vorhanden und dann kommt das Ganze schon relativ gut hin. Natürlich auch dort sind Formeln hinterlegt, die das letzten Endes berechnen und die das auswerten. Aber je mehr Informationen du in so eine Formel einspeisen kannst, desto genauer ist natürlich das Ergebnis. Das kann man, denke ich, schon sagen. Was du also bitte nicht machen sollst, ist zum Beispiel auf dem Ergometer 500 Kalorien verbrennen und danach sagen, okay, ich habe jetzt 500 Kalorien verbrannt, dann kann ich auch 500 essen, dann ist das neutral. Das wird nicht funktionieren. Merk dir einfach, die Anzeige auf einem Standardergometer ist immer relativ ungenau, weil es nicht weiß, wer drauf sitzt. Arbeitest du mit einem personalisierten Tracking, das heißt mit einem Pulsmesssystem, wo dein persönliches Datenprofil hinterlegt ist, kannst du schon eine relativ gute, ich würde mal sagen 80-90% genaue Auswertung der verbrauchten Kalorien anzeigen oder ermitteln. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Schreib gerne deine Frage in die Kommentare. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.